Xbox ist noch da. Wann möchten Sie den PC abholen? Die beste Antwort ohne Scheiß. Die Xbox ist noch da. Wann möchten Sie den PC abholen? Einfach nur genial, Alter. Den feiere ich so, ey. Was geht ab, Leute? Euer Red Times zurück mit einem neuen Video hier auf seinem Channel. Heute wieder mit einem Special Guest, Zimo. Wir machen heute wieder ein neues Kommentarvideo. Also, wir wollen wieder was kommentieren oder zumindest was schauen. Wir haben letztens schon ein Video davon geschaut und wir dachten uns so, das wollen wir mit euch teilen, weil das ist echt cool. 35 lustige eBay-Kleinanzeigen-Chats. Also, wir haben den ersten gesehen, der war letztens auch in den Trends. Mega geil, falls ihr es noch nicht kennt, zieht euch es rein. Es ist wirklich geil, was da bei eBay Kleinanzeigen so los ist. Ich muss dazu sagen, ich benutze selber auch eBay Kleinanzeigen. Und was ich da auch manchmal schon selber für Texte bekommen habe, es ist wirklich abnormal geil manchmal, aber auch echt totnervig. Und wir dachten so, wir schauen einfach mal rein. Wir werden natürlich auch, wie gesagt, zu den Channel, gibt es nicht unten bei mir, gesetzt in der Infobox, verlinken mit allem drum und dran, dass ihr auch mal drauf gehen könnt. Und ja, wie gesagt, so, wir fangen einfach mal an und ziehen uns das mal rein. Wie gesagt, so, let's fire. Nehme ich. Okay. Okay. Mich? Was? Oh ja, heute wird's wieder sehr, sehr spannend, Freunde. Aber bevor es losgeht, lasst auf jeden Fall schon mal ein Abo da. Und wenn ihr noch mehr tägliche eBay-Kleinanzeigen-Chats sehen wollt, dann schaut mal auf unserer Gibt's nicht Instagram-Seite, Gibt's Insta vorbei und lasst auch dort ein Abo da. Ah, das ist auf Instagram. Cool. Müssen wir mal schauen. Suche ich mir gleich mal raus. Hallo, Snodderbets, lass ich mal Kammer Kucke kommen, bitte, ja? Ja, morgen. Ja, okay, Komi abholen, ja? Morgen um 16 Uhr, okay? Guten Abend, ist die Waschmaschine noch zu haben? Ja, ist noch da, mit freundlichen Grüßen. Um welches Modell handelt es sich genau? In der Beschreibung steht nur Miele Waschmaschine. Waschmaschine. Ja, ich weiß, das steht ja auch in der Beschreibung, aber welches Modell bzw. welche Baureihe denn? Oder in welchem Jahr haben Sie das Gerät gekauft? Waschmaschine. Mehr weiß ich nicht. Hallo, ich wollte Sie nur darüber informieren, dass ich das Flugzeug anderweitig verkauft habe. Ihnen einen guten Rutsch. Vielen Dank für die Info und Besorgenden, die sich etwas mehr Rückgrat. Warum? Ist das nicht logisch oder ist Ihr Gehirn auch defekt? Kann man sich das Gerät vielleicht diese Woche anschauen und auf seine Funktionalität testen? Also ansehen kannst du gern, aber was meinst du mit testen? Ich habe es sauber gemacht und verpackt. Na, ich würde schon gerne mal einige Rezepte damit ausprobieren, bevor ich das kaufe. Muss ja kein Fünf-Gänge-Menü sein, aber ein paar Gerichte sollte ja schon gehen, oder? Ja, nicht klar. Ernst? So eine Anfrage hatte ich noch nie, wenn ich ehrlich bin. Sie können das Gerät gerne zurückgeben, wenn was nicht stimmt. Aber ich lasse jetzt hier in meiner Küche doch kein Essen kochen. Okay. Dann nicht. Hallo, ist noch da? Wo kann ich es abholen? Toilettendecke. Ja, ist noch da. Wir können gerne einen Treffpunkt vereinbaren. Dann wäre ich flexibel. Hä? Haben Sie kein Zuhause? Have guarantee? Yay. Yeah. How man? Yes. Servus, ich bin Joe und mir sind eben deine Schuhe aufgefallen. Ich muss schon sagen, du hast echt Geschmack. Ich denke mal, dass hinter diesen schönen Schuhen auch eine stilvolle Frau steckt. Ich bin neugierig auf dich und würde gern wissen, welche interessante Frau sich hinter dieser Anzeige verbirgt. Nehmen Gruß, dein Joe. Alles klar, Alter, wir sind jetzt hier so Singlebörse. Ich würde lieber werfen als verkaufen für 15 Euro inklusive Versand. Aus welches Stock? Ich werde nachdenken. Was soll es kosten? Was soll der Machen Sie mir ein Angebot. Keine Ahnung. Hallo, ist die PlayStation noch verfügbar? Würde mich über eine Antwort freuen. Ja, die Xbox ist noch da. Wann möchten Sie den PC abholen? Können Sie mir den Gameboy schicken, bitte? Okay, dann würden auf die 400 Euro für den Tischkicker noch mal 15 Euro für... Also, ich muss jetzt nochmal zurückspielen. Was ist denn das für Scheiße? So, hier nochmal. PlayStation noch verfügbar? Würde mich über eine Antwort freuen. Da steht einfach mal so fett ganz oben drüber, so Nintendo Switch Plus Spiele. Preis 400 Euro. Hallo, ist die PlayStation noch verfügbar? Aber wirklich ohne Scheiß, genau das, was danach kommt, was die, also die Antwort, das könnte zu 100% ich sein, weil ich genau so bin, ey, ohne Scheiß. Und ich mache das mal wirklich. Ich bin ja wirklich viel auf eBay, kleine Zeit. Wenn ich sowas drin habe wieder, dann werde ich mal den eigenen Chat links hier filmen und dann werdet ihr sehen, was Sache ist. Also das ist ja total, also... Wahnsinn. Ja, die Xbox ist noch da. Wann möchten Sie den PC abholen? Die beste Antwort ohne Scheiß. Die Xbox ist noch da. Wann möchten Sie den PC abholen? Einfach nur genial, Alter. Den feiere ich so, ey. Mir den Gameboy schicken, bitte. Okay, dann. Können Sie mir den Gameboy schicken? Jetzt macht er da auch noch mit.
Nein, scheiße. 400 Euro für den Tischkicker, nochmal 15 Euro für Sand draufkommen. Was? Wollen Sie verarschen? Ich will keinen Tischkicker kaufen. Ich will Xbox. 2000 Euro? Nein. War nein. Musst du ja sagen. 2000 Euro? Nein. Ich sag ja. Ich sag nein. 3000 Euro muss ich haben. Soll ich vorbeikommen und dich schlagen? Was? Hallo. Ja, nee, ist klar. Haben Sie noch iPhone 7 Plus? Ja, das Plus. iPhone 7 Plus ist noch da. Plus. Wie viel kostet? Na, 350 Euro. Steht doch in der Anzeige. Okay, und Endepreis? 400 Euro. Okay, du bist dumm. Hallo, ist der Artikel noch verfügbar? Ich habe ein bisschen Interesse, deswegen. Bist noch Interesse. Da, ja. Okay, kann mein Cousin vielleicht das heute holen und ich komme morgen mit Geld? Hallo? Ja, absoluter machen wir? Lol, nein. Wieso, Bruder, ja? Ich bezahle morgen, aber mein Cousin hat heute Geburtstag. Er sehr traurig dann. Lando. Sohn, ich komme zu dir und klau mir einfach die PS3. Wo wohnst du? Sag, ich komme vorbei. Absolut. Diese Buch ist möglich? Ja, die Anzeige ist noch aktuell. Dann die letzte Prinz, bitte. Wissen Sie was? Ich schenke Ihnen das Buch. Ich glaube, Sie brauchen es wirklich dringend. Das ist gut. Hallo, würde der Mixer nehmen. Für 5 Euro kannst du den gerne vorbeibringen. Ricardo, Gruß aus Jena. Wann du Zeit hast, ruf an und sag Bescheid, wann du kommen willst. Bitte Betreuerin. Hallo, nur damit wir uns hier richtig verstehen. Du möchtest, dass ich dir den Mixer für 5 Euro 230 Kilometer nach Jena fahre? Ja, ruf an, wenn du Zeit hast. Also, du solltest dringend aufhören, Drogen zu konsumieren. Die tun dir gar nicht gut. Nein, ehrlich nicht. Hallo, ich würde es für 200 jetzt sofort abholen. Hallo, 200 ist in Ordnung. Wann wollen Sie kommen? Bin gerade eh in der Stadt, könnte in 10 Minuten da sein. Okay, dann bis gleich. Hier ist die Freundin. Sagen Sie ihm, wenn er da ist, dass er zwar jetzt ein neues Handy hat, aber keine Xbox mehr. Das kommt davon, wenn man die Frau ohne Zigaretten sitzen lässt und das Kind ohne Essen. Guten Tag, kurze What the Frage, fuck, ist der Alter. Rosafarbene Brotkorb auch Wie kommt man auf sowas? Echt ohne Scheiß, also... Also da fällt mir gar nichts zu ein. Lässt seine Frau dann ohne Zigaretten sitzen und das Kind ohne Essen gesetzt und haut sein neues Handy raus. Also geil. Beste Grüße. Nein. Nehme ich. Okay. Okay. Mich? Super. Was? Hallo Stella, ist die PS3 noch da? Kann sie vor dem Kauf getestet werden? Danke und Gruß. Hallo, ja, aber lassen Sie die Finger von mir, Sie Lustmolch. Oho, 400-900 Euro ohne Geld für mich holen. Bitte? Okay, einen Monat Arbeit für mich umsonst dann. Sorry, ich bin neu in Deutschland, ein Jahr erst. 50 Euro, ist okay, ja? Nee, sorry, aber das ist eine Limited Edition, die über 900 Euro wert ist und nur 300 Mal produziert wurde. Ist guter Preis, schwöre. Nee, lass mal. Du hast Geld, ich aus Ausland und kein Geld. Nur diese Arbeit. Hallo, ist das Bett noch zu haben? Hallo, leider nicht mehr. Ich habe vergessen, es rauszunehmen. Mache ich aber sofort. Liebe Grüße. Okay, super. Sonst lecke ich dich. Hallo, ich interessiere mich an dieser Was für ein Scheiß, sonst lecke ich okay. dich. Ich will gerne abholen heute, wenn machbar. Okay, wann? In einer Minute. Morgen meine ich. Also, wir nehmen den Kühlschrank auf jeden Fall und überlegen uns, wie wir den schnellstmöglich abholen können, okay? Wir haben das nochmal besprochen und ein Auto zu kaufen ist uns insgesamt dann doch zu teuer. Wir nehmen ihn leider doch nicht. Was für ein Scheiß, ey. Ich bin interessiert. Das ist es. Ford Fiesta. Das ist was? Er ist da. Ja, das Auto ist noch zu haben. Wenn? Wegen mir können Sie es heute noch abholen. Nix, Auto. Nun nicht. Ich lebe ihn. Und wie wollen Sie es dann abholen? Ich wohne in Frankfurt. Telefon bitte. Morgen bringen dann. Ach Mann, lass mich in Ruhe, sonst fahre ich dich damit um, du blöder... Warum ist der Bild schon schwarz übermalt? Ach, ich hatte einfach Lust zu malen. Ach, das hat doch gar keinen Grund. Der Bildschirm hat stark gespiegelt in dem Moment. Keine Ahnung, ist das denn so wichtig? Der Fernseher hat auf jeden Fall keine Macken. Alles tippitoppi. Hallo? Sind Sie denn interessiert? Also der Fernseher ist wie gesagt in einem einwandfreien Zustand. Nee, sorry, ich wollte lediglich wissen, wieso der Bildschirm ausgemalt war. Hat mich einfach interessiert. Sorry, dass ich Ihre Zeit verschwendet habe. Hey, ich sehe, du suchst AirPods? Ja, genau. So um die 90 Euro wären doch perfekt, oder? Vor allem ungeöffnet. Ja, hast du welche für den Preis?
Nee, aber ich suche auch welche. 25 mit Versand und PayPal an. 25 und mein, ich hole ihn ab. Bei Abholung wären 35 okay. Nee, sorry, zu teuer. Würde sie für letztes Gebot nehmen. 30? Nein, danke. Dann schiebt sie dahin, wo die Sonne nicht scheint. Hauste, Fritzenbengel. Ist Ihre Anzeige immer noch aktuell? Ja. Ich habe 200. So, ich verkaufe es aber für 300. Leute. Guten Abend. Ist Ihre Anzeige noch aktuell? Ja. Ich habe 200. Ich weiß, ich verkaufe es aber nur für 300. So schwer zu kapieren? Die Anzeige ist 2 Wochen alt. Verkauf es für 200 an mich oder verkauf es nie. Sie sprechen von einer... Also ich muss wirklich dazu sagen, es gibt ja wirklich Leute, die so extrem extravagant sind, wie die schon schreiben. Ich meine so, gut, ich bin auch so, wenn ich was kaufen will darüber oder so, weil ich sag mir, also ich muss nicht immer alles neu kaufen, das ist ja totaler Quatsch. Wie gesagt, wenn es, sag ich mal, noch zu, also original verpackt bei eBay, fast manchmal 250 Euro günstiger gibt. Das ist ja gerade mit Handys so. So viele, die machen einfach eine Vertragsverlängerung, sagst du, nimm das Telefon, weil sie mit ihren Alten zufrieden sind und verkaufen das Telefon. Und dadurch, dass es eBay Kleinanzeigen ist, kostet es draußen im Laden beispielsweise 1000 Euro das Telefon. Und zack, bei eBay dann einfach mal, sagen wir mal so 750, 800 Euro. Du sparst einfach wirklich Kohle dafür, dass es noch zu ist. Du hast in vielen Fällen auch extrem noch eine Garantie dazu, ganz normal, weil du dann gesetzt die Rechnung noch dazu bekommst. Du sparst Kohle auf jeden Fall. Aber ich habe auch schon Leute gehabt, ey, die haben mich bis aufs Messer so beleidigt. Und ich probiere mal so die gewisse Kontenance zu halten und mich nicht so extrem aufzuregen. Aber es gibt so wirklich die, die mich dann aus der Fassung bringen und wo ich sage, das ist also, Alter, jetzt reicht's. Und dann butter ich auch manchmal schon zurück, wo ich mir dann aber wieder hinterher sage, ist eigentlich Kindergarten, weil das ist nur ein Text. Aber es ist wirklich ärgerlich, wie gesagt, manchmal. Einer einfachen Bedienung, aber haben nicht mal die Fernbedienung dazu. Vergessen wir. Warum schreibst du mich denn an? Lieber Markus, da hat sich wohl ein kleiner Fehler eingeschlichen. Der Computer auf den Fotos hat eigentlich die Modellnummer 7510 und nicht 7500. Außerdem könntest du den Text nochmal auf Kommafehlerchen überprüfen. Liebe Grüße, Tobias. Junge, kauf oder nicht? Auf Nacken 600 Euro oder 30 Kamele, wie du willst. Und einen Baumstamm aus dem Arsch. Hallo, warum Baumstamm aus dem TV-Box? Es funktioniert nicht gut. Kamele. Hallo, ich verkaufe die Mi-Box, da ich auf einen Amazon Fire TV-Stick umgestiegen bin. Ach und ja, die Box funktioniert super. Für 20 Euro würde ich es nehmen. Nee, zu wenig. 20 Euro? Ist die gleiche Summe. Für 20 Euro ist doch okay. Finde ich nicht. 25 ist fair. Willst du unvergessliche Momente erleben, wenn du ein sehr schönes Treffen mit heißem und leidenschaftlichem suchst, bist du bei mir genau richtig. Ich bin Karin und 24 Jahre jung. Ich mag es zu kuscheln und zu schmusen. Und ich gebe auch gern Massagen. Bei mir kannst du dich endlich entspannen und fallen lassen. Also warte nicht lange und schreib mir. Interesse am Auto besteht wohl nicht. Boah, pardon, mein Mann hat okay, na gut. Technisch ist aber alles in Ordnung. Also, ja, sag definitiv. Ja, es ist Singlebörse und Sex-Suchseite. Es ist hier auch schon gesetzt. Also, auch keine Pixelfehler oder so ein Zeug. Akku hält gut und Detach-Mechanismus funktioniert läuft. Prima. Ja, echt zu 100% alles tipptopp. Mir fällt jetzt nichts ein, was technisch nicht einwandfrei läuft. Detach funktioniert, Akku hält gut, Kühlung geht, CPU und GPU gehen beide gut. Keine Probleme mit RAM oder SSD. Kein einziger Pixelfehler. Ja, 100%. Ja, 100%. Sorry, Kleinanzeigen kackt ab. Ja. Hallo. Kann ich dir 20 Euro inklusive Versand anbieten? Nein, vielen Dank. Grüße, Sabine. Sind 20 Euro inklusive Versand in Ordnung? Nein, immer noch nicht. Wann dann? Wie, wann denn? Gar nicht, nie. Einfach wieder so richtig Geld reißt. Hallo? Was liest der Preis? Hallo, letzte Preis ist 200 Euro. Kann ich 175 morgen abholen? Nein, aber für 200 Euro. Ich habe aber kein mehr Geld. Wenn Sie für 175 verkaufen möchten, bitte sagen Sie mir Bescheid. Mit freundlichen Grüßen. MFG. Ich habe auch kein Geld mehr, deswegen verkaufe ich ja auch. Grüße. Ja, Leute, wenn ihr noch weitere lustige E-Mail-Kleinanzeigen-Chats am Start habt... Was sagt ihr dazu? Also ich muss dazu sagen, so, das ist echt cool gemacht. Wir haben schon das erste Video gesehen von ihm und es ist ja wirklich lustig, was da manche für Texte sind. Manche sind so, ja, low, aber ich meine, manche sind wirklich echt geil, wo man sagen kann, so, da kannst du dich weghauen. Und wie ich schon gesagt habe, so, es ist wirklich so und das ist kein Gespinne, was da in diesen Videos passiert oder geschrieben wird. Es ist wirklich so, dass
eBay-Kleinanzeigen eigentlich wirklich so krass geworden ist, dass da Leute mit allen Mitteln handeln, beleidigen oder verarschen. Also das ist richtig heftig. Also ich bin auf jeden Fall, ich kann dazu nichts sagen. Also ich kann dazu nichts sagen. Warum? Ich sage ja gerade was dazu. Also manchmal denke ich mir auch so. Also meine Hirnzellen spucken auch irgendwelche Wörter aus, die nicht gerade dahin passen. So, okay. Ich wollte eigentlich nur sagen, so, mir gefällt es auf jeden Fall. Er kriegt jetzt auf jeden Fall auch von mir ein Abo, weil ich mir denke, so, es ist cool. Ich werde ihn auf jeden Fall auch mal richtig verlinken, wie gesagt, zu dem Video. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, wie gesagt, so, klar, es ist nicht mein Video, was ich mache. Wir kommentieren jetzt einfach nur oder quatschen halt dazu, lachen ein bisschen. Falls ihr Vorschläge habt, was ich machen soll, einfach in die Kommentare reinschreiben. Wie gesagt, so, ihr wisst, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, lasst einen geilen Lululu da und dann ist die Sache erledigt. Wie gesagt, so, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen und wir werden uns jetzt das nächste Mal wieder was überlegen und wir wollen jetzt auch demnächst noch ein bisschen weitergehen. Wie gesagt, so, wir wollen noch ein paar andere Videos machen, die werden dann draußen stattfinden. Es ist jetzt auch langsam wieder schön richtig geil Sommer, also was ja schon ein bisschen ist und wir haben da schon ein paar Sachen geplant. Und deswegen, so freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Bis dahin auf jeden Fall ringehauen, meine lieben Leute. Und vielen Dank für alles. Und bis dahin ringehauen. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.